Hi, du nutzt bereits Dynamics 365, Finance and Operations und auch Microsoft Teams und SharePoint Online ist in deiner Organisation im Einsatz? Hey, cool. Das ist häufig eine Situation, in der die Frage aufkommt, wie kann ich denn beide Systeme intelligent so miteinander verbinden, dass ich ja die in F&O erzeugten Dokumente im Teams und SharePoint Online revisionssicher abspeichern kann? Und wenn das auch eine Frage ist, die dich beschäftigt, ja, dann bleibe dran. In diesem Video erfährst du, was dazu zu tun ist. Und in einem ersten Schritt wollen wir das Thema als solches nochmal aufrollen, ja, und wollen vielleicht kurz und knapp nochmal darüber sprechen, ja, was ist denn eigentlich überhaupt technisch zu tun, um Dynamics 365, F&O und SharePoint Online bzw. Teams miteinander zu verbinden. Und wir schauen uns hier auf der Folie dazu einfach die Grundlagen nochmal an. Also wir sehen hier das entsprechende ERP-System, Dynamics 365 und auch Microsoft Teams. Und das, was viele Kunden machen möchten oder Interessenten machen möchten, ist, sie wollen eben Dokumente, die in F&O entstehen, zentral im SharePoint Online aufbewahren und wollen auch aus dem ERP-System heraus genau diesen Dokumentenaufruf starten. Warum eigentlich? Naja, das ERP-System ist gut dafür geeignet, wenn es darum geht, eben entsprechende Prozesse abzubilden. Ja, wie zum Beispiel Bestellvorgänge, Kundenvorgänge etc. All das kann ich da drin ja gut machen. Und in der Regel resultieren da auch Dokumente raus. Und Dokumentenverwaltung, naja, das ist vielleicht nicht unbedingt die Stärke vom Dynamics 365 Finance and Operations, aber mit einem SharePoint hinten dran oder Teams hinten dran kann ich das natürlich ja so zusammenbringen, dass ich daraus eine ganzheitliche Unternehmensplattform schaffen kann. Und das Ganze, das schauen wir uns jetzt hier einfach nochmal in der Praxis ein bisschen genauer an. Ich möchte zunächst nochmal auflösen, warum ich denn eigentlich immer von Microsoft Teams und SharePoint Online im gleichen Zuge spreche. Und ich denke, wir alle, wir kennen das, was wir hier sehen, Microsoft Teams mit einem entsprechenden Kanal. Und ich habe hier die Möglichkeit, ja zum Beispiel eben auch in diesen Registerdateien hineinzuklicken. Und da seht ihr hier schon, da habe ich ein bisschen was gemacht. Das habe ich hier so konfiguriert, dass ich Versionen von Dokumenten nachvollziehen kann. Ich kann hier auch unterschiedliche Metainformationen nachvollziehen. Das ist alles schon da. Und wichtig ist jetzt vielleicht zu wissen, liegen diese Dokumente jetzt alle im Teams? Naja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Denn wann immer ich in Microsoft Teams mit Dokumenten arbeite und diese dort ablege, dann werden die im Hintergrund in SharePoint Online abgelegt. Und das ist vielleicht das, was man an der Stelle eben wissen sollte, was dieses Zusammenspiel angeht. Ja, und jetzt haben wir das schon mal aufgelöst. Also wir haben jetzt unser Dynamics, wir haben hier das SharePoint Online und jetzt müssten wir Dokumente hier übertragen oder wir wollen das vielleicht machen, weil wir merken, hier haben wir Versionsverwaltung und andere Dinge noch, die toll sind, um Dokumente zu handeln. Bringt uns das schon ans Ziel, ja oder nein? Antwort ist nein, meistens noch nicht. Zumindest ist es das, was wir so aus unterschiedlichen Gesprächen heraus erfahren haben. Warum das Ganze? Naja, häufig ist es ja so, dass ich aus Dynamics 365 F&O komplette Kundenvorgänge sehen möchte. Also nicht nur ein bestimmtes Dokument, sondern eben ja einen gesamten Vorgang, einen Kundenvorgang, einen Bestellvorgang, wie auch immer. Dazu gibt es unterschiedliche andere Videos, die wir genau zu diesem Thema bereits gedreht haben. Schaut euch diese gerne an. Wir verlinken euch die unten in den Kommentaren. Jetzt wollen wir sprechen über das Thema der Revisionssicherheit. Also stellt euch jetzt bitte Folgendes vor. Und zwar zusammen mit den entsprechenden Schnittstellen von mir aus und vielleicht auch noch mit einer vorgangsbezogenen Darstellung habt ihr das so geschafft, dass ihr Dynamics 365, Finance and Operations und SharePoint respektive Teams bereits intelligent miteinander verbunden habt zu einer ganzheitlichen Plattform. Und nachdem ihr das gemacht habt, wollt ihr dieses System jetzt eben auch noch revisionssicher machen. Ist das möglich? Ja oder nein? Ja klar, selbstverständlich. Die Frage ist natürlich immer nur, was ist dafür zu tun, um genau dahin zu kommen? Und das ist hier nochmal dargestellt. Denn wichtig zu wissen ist, SharePoint Online ist per se erstmal nicht revisionssicher und zwar genauso wenig wie irgendein anderes System. Ja, sondern es ist stets so, dass zur Abbildung der Revisionssicherheit oder anders gesagt der GOBD-konformen Ablage, dass dazu gewisse Voraussetzungen geschaffen sein müssen. Wie zum Beispiel, ich benötige eben zunächst ein ECM- oder DMS-System. In diesem Kontext wäre das eben SharePoint Online.
ja, weil ja Dokumente aus F&O in SharePoint abgelegt werden. Ich muss außerdem sicherstellen, dass die Dokumente, die im SharePoint abgelegt werden, dass die dort unveränderbar abgelegt werden. Und auch hierfür gibt es je nach Organisation wiederum unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun, entweder über Berechtigung oder aber vielleicht eben auch über entsprechende Erweiterungen, mit denen ich dann zusätzliche Compliance-Einstellungen konfigurieren kann, wenn das denn relevant ist. On top zu diesen technischen Grundlagen, die geschaffen sind, ist es dann ja eben auch so, dass ich einen solchen Prozess dokumentieren müsste. Ja, also es gibt eine Verfahrensdokumentation, dies zu erstellen. Das kann ich intern tun. In der Regel tut man sowas aber eben auch extern von entsprechenden Kollegen, die sowas den ganzen Tag oder tagtäglich machen. Und im Idealfall mache ich das so, dass ich das Ganze eben auch durch einen entsprechenden Wirtschaftsprüfer abnehmen lasse. Das bringt mir nochmal zusätzliche Sicherheit, dass das, was ich da tue, dass das eben auch wirklich GOBD-konform ist. Und ja, dafür entscheiden sich natürlich ebenfalls die meisten Firmen, wenn sie diesen Schritt gehen und in SharePoint Online oder ein beliebiges anderes DMS-System dazu verwenden, dort Dokumente ja langzeitstabil aufzubewahren. Denn das ist ja letztendlich genau das, was mit der Revisionssicherheit oder der GOBD-konformen Ablage gemeint ist. Und wenn das für dich interessant ist, wenn du das Gefühl hast, dass du mehr Informationen dazu haben möchtest oder mehr darüber erfahren möchtest, dann empfehle ich dir unser White Paper. Das siehst du hier ja auch nochmal verlinkt unterhalb des Videos. In den Kommentaren werden wir das auch verlinken. Darüber hinaus, wenn du zu deiner individuellen Situation Rückfragen hast und wie das bei dir in der Organisation gehandelt werden kann, ja, dann empfehle ich dir, buch dir einen Termin. Den Link dazu findest du ebenfalls unterhalb des Videos.